Was geht, meine Leute? Ich heiße Dagey und willkommen zu meinem Kanal. Das ist mein erstes Video in Deutsch und ich möchte das gerne als eine Chance nehmen, nochmal Danke zu sagen und vielleicht mich so richtig zur deutschen Fashion-Szene zu introducen. Vielleicht ein bisschen über meinen Background reden und das wichtigste Ding für mich in diesen Videos zu erklären, warum dieser ganze Support, den ich in der letzten Zeit aus Deutschland bekomme, so krass für mich ist und so wichtig für mich ist. Und ja, gehen mal direkt rein. Neu-Longburg, was mich so geschockt hat, ist, wie viele Leute das nicht wussten, dass ich deutsch bin. Aber eigentlich sollte ich das nicht schocken, weil hier in England weiß keiner das und bis ich denen das erzähle und dann denken die immer noch, dass ich lüge, dass ich Deutsch rede oder vielleicht meinen Passport zeige oder so. Aber ja, ich wurde in Hamburg geboren und als ich elf war, ist meine Familie nach England gezogen. In so einer kleinen Stadt, die heißt Milton Keynes, die ist so 45 Minuten außerhalb London. Ja, ich bin in Deutschland, in Hamburg aufgewachsen, bis ich 11 war. Ein ganzes normales deutsches Leben. Bin bis zu 3 Monate in der 5. Klasse, war ich am Gymnasium und dann sind wir umgezogen. November 2005. Und seitdem leben wir hier in England. Und auch, das sollte ich zeigen, so mein Deutsch ist basically so ein 11-jähriges Deutsch. Also wenn ich was falsch sage, bitte. Und bis vor 3 Jahren oder so war ich noch nie zurück in Deutschland, also nicht nur einmal, und das war sehr, sehr, sehr krass und natürlich schade für mich, also als ich jünger war, so natürlich so direkt, als wir umgezogen sind, war ich richtig sehr, sehr traurig und dann hat meine Mama mir immer versprochen, so dass wir so jeden Sommer oder so zurückkommen, zu besuchen und so, aber es ist leider nie passiert und ich hatte nichts Böses von meiner Mama dafür, also wir hatten einfach kein Geld, also nicht genug Geld hier in England, um sowas zu machen. Und dann, ja, seit ungefähr 3,5 Jahren oder so bin ich blessed enough, wieder mit meinem so deutschen Background mich zu verbinden, weil meine Freundin ist deutsch. Schaut an meine Freundin. Und ja, die hat mich basically so zurückgebracht. Wir haben so eine Fernbeziehung und so dadurch haben wir so angefangen, wieder so manchmal zurückzukommen. Aber nicht nach Hamburg. Ich bin bis jetzt noch nie zurück nach Hamburg gegangen. So in Mönchengladbach, Düsseldorf, etc. Ja, also zum Glück habe ich Deutsch nicht verlernt. Ich habe 2 kleine Brüder, die es beide verlernt haben. Ich glaube, ich war so in diesem Alter, wo es fast dieses perfekte Alter und ich habe so sehr gute Memory. So, ich kann Sachen, Informationen sehr gut einhalten und so. Also Informationen, die ich wichtig finde oder die Informationen, die ich mag, kann ich sehr gut einhalten. Ja, jetzt bin ich hier. Und das ist echt krass, so ein richtig großer Beruf, wie sieht das für mich. Okay, jetzt sind die komischen Sachen aus dem Weg. Jetzt kann ich mal über die wichtigen Sachen reden. So meine Arbeit, so was ich mache, so wie das alles so ein bisschen dahin gekommen ist, etc. etc. Mein Name ist Dagey, wie ich schon gesagt habe. Meine Mainline heißt
Ivy Studios, die ich in 2015 erfunden habe, in London. Und dieses Jahr habe ich mir ein neues Business geöffnet, das heißt Rebel Solutions. Mehrere von euch werden das bestimmt schon kennen. Und ja, ganz kurz, ein College Dropout, hat man irgendwie nicht fertig gemacht. Haben wurde nicht studiert. Selbstständig, so seit 2015 so self-made, wie man das so nennen kann. Und ja, ich bin aber hier. Aber aktuell, Rebel Solutions ist meine so Diffusion Line sozusagen. Die Vintage Jeans handelt am meisten, also Vintage Klamotten, aber meistens Vintage Levi's, die ich dann customize. Wir haben ein paar Modelle, die ich hier einblenden werde. Ich habe bestimmt die Slim Busters, Baggy Busters. Ich habe schon zwei Drops mit Vintage College Jacken gemacht. Könnt ihr auch abchecken, werde ich in der Description linken. Und ja, der ganze Grund hinter dieser Diffusion Line ist erstens, dass ich etwas machen wollte, das mehr accessible ist, damit ich mich mit Leuten connecten kann, mit mehr mit der Jugend, der Youth und so. Weil, ja, da mein Mainline ist dieses Jahr so ein bisschen höher im Preis und so, und ich verstehe das, dass über die Jahre habe ich mich so gefühlt, dass viele Leute sich so ausgegrenzt fühlen. Am meisten die Leute so in den Raum, wo ich herkomme. So, ich komme von Low Income. Streets, Royce, whatever, so genauso wie, ja. Und deshalb habe ich mir, das fand ich immer richtig schade über die Jahre. Und ich hatte so, mit den Connections, die ich so über die Jahre gemacht habe und so, habe ich eigentlich die Chance bekommen. Und dann gleichzeitig ist ja dieses ganze Vintage-Ding so ein größeres Thema geworden, was ich auch sehr schön finde. Weil vorher habe ich mich so gefühlt, so der Einzige war, der das appreciated hat. Und ja, also das alles gleichzeitig so in diesen perfekten Moment gekommen, wo ich dann, ja, pretty much unlimited Levi's habe, die ich für einen sehr guten Preis verkaufen kann. Und dann damit haben wir auch so ein neues Ding gemacht, so 5-Packs, die wir zu, also wir machen keinen Profit an dem, gar nicht. Wir kaufen das für denselben Preis, den wir bekommen. Weil wir hatten unfassbar viele Nachrichten so von jüngeren Leuten. Leute, die einfach anfangen wollen und die einfach mich so ein bisschen wie ein Vorbild sehen. Und das einfach ein bisschen easier für die nächste Generation zu machen. Weil ich hatte so gar nichts davon, so keiner hat mir geholfen. Nicht eine Person, ich musste alles allein machen und das war, fand ich sehr schade. Und ich dachte einfach so, vielleicht kann ich so ein bisschen zurückgeben, jetzt wo ich so Abundance habe, so in ein paar Stellen. Und ja, es ist einfach richtig gut angekommen. Das freut mich einfach so, die senden mir deren Pads, die selber gemacht, angefertigt haben und so. Das ist einfach, ich fand es einfach krass, also erinnere mich einfach an mir, als ich ein bisschen jünger war und so, einfach starting out. Und ja, und durch Rebel Solutions fühle ich, habe mich so ehrlich so mit der Fashion-Szene meines Zuhauses richtig verbunden. Big Shouts an meinen Bruder Elias, das hat alles mit denen angefangen. Eine kurze Geschichte, wir haben uns vor 2 Jahren oder so in London bei einer Studio-Session von Travis Scott, Young Thug, Future und Gunna getroffen. Wir haben beide da von gesagt, um so Klamotten zu geben. Und der war mit jemand anders da. Und dann so ein bisschen Zeit war vergangen und dann haben wir angefangen zu reden und so. Und dann er so, der ist aus Germany, ich so, no way,
krass, haben die angefangen Deutsch zu reden, direkt connected, der war einfach wavy, einfach ein wavy Guy, ich konnte es direkt checken. Und dann ja, haben wir dadurch so Kontakt erhalten und dann, ich glaube, so ein Jahr später so war ich einmal in Deutschland für meine Freundin und da haben wir uns da einmal getroffen, hat das für mich geklärt, ich bin nur ne? Da wusste ich einfach so, ja, dieser Junge, so, der ist on my speed. Du weißt, was einfach korrekt. Einfach sees the bigger picture und hat nicht nur große Dreams, aber macht, was man machen muss. Um diese to catch your dream. You feel me? Und ja, das ist natürlich so ein bisschen Zeit vergangen, so jeder macht, was sie machen. Ich hustle, der hustle, bla bla bla. So nach einem Jahr oder so haben wir dann wieder dieses Jahr wieder richtig so connected. Hab den angerufen, den so gesagt, was sie mit Rebel Solutions machen so und direkt einfach, Bro, ich kann dir helfen, da. Und ich denke mir einfach so, was ist das für ein Typ? Bei ihm muss ich checken, ich bin dann sowas nicht gewöhnt. Einfach pure, so man kann es fühlen, so. Ich bin groß und weib, so, das will ich, kann alles fühlen, bin ein sehr großer Empath. Schaderweise in dieser Welt. Aber ich kann alles fühlen. Und ich denke mir einfach so, so, what type of time is this kid on? So, ich kann das für dich machen, da. Ich dachte so, wow, ey, danke, Bro. Ich schicke dir ein paar Jeans und dann wir fangen da so an und bla 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 bla. Und einfach, was in diesem, seit diesem Funko passiert ist, ist einfach. Ist einfach touching, ich muss sogar in Englisch sagen, so. It's done something to me. Weil, was ich euch gleich in kurz erklären werde, werde ich ein bisschen realisieren, warum da sowas so krass für mich ist. So. In meiner ganzen Zeit in this game, ich weiß nicht, ob es hier ein paar OG-Fans gibt oder sowas, bin ich ein Solo-Dolo. One Man Armies. So, ihr könnt es checken, meine Twitter oder so. Ich kenne mich selber, ich kenne mich das selber so seit Jahren. Weil so ist es so. Noch nie hat jemand mir geholfen, ohne dass da etwas dahinter steckt. Oder sowas. Ihr müsst euch vorstellen, so. Ich kenne fast jeden hier in England. Ob ich die schon mal gestylt habe, schon mal privates Personal Shopping für die gemacht habe, ob die Kunden von meiner Mainline-Marke sind, fast jeden. Ich rede über Fußballer, Rappers, etc. etc. Aber ihr würdet das nie wissen. Weil die Kultur in England ist einfach komplett anders. Leute unterstützen einander nicht. Jeder macht einfach dein eigenes Ding. Sorry. Und dann sagt einfach, okay, ja, see. Hier ist jeder so geizig, jeder hat Angst. Frequency allein schon hier in England ist viel, viel tiefer als Deutschland. Und ich habe sie jetzt erst realisiert. So, hier ist das slimiest, most hated place, das es gibt. Jeder, der angefangen hat, als ich angefangen habe, die so viele große Momente in der Culture in London created haben, sind fast fertig. Wenn man über Szene redet und so, hier gibt es keine Szene. Immer ein paar Leute, deren Ding machen. So. In England benutzen dich Leute nur. Das ist die Wahrheit. Also man muss es akzeptieren, das ist cool. Man kann sagen, Emotion ist nicht da reinstecken. Business is business. So ist es bei mir. Weißt du ja? Aber nach einer Zeit, das macht einen kalt.
und you just don't fuck with no one. Und so bin ich. So, ich habe nur eine Person, der so einer von meinen Partnern ist, dieses Ding, dieses Szene und so, und das ist was ich war seit Anfang an, so seit diesem selben Jahr, wo ich es angefangen habe, bei der Musik und wir sind, das ist mein Twin, mein Bruder, mein alles. Und es ist nur der. Versteht ihr, was ich meine? So. Und das ist einfach, was ich so richtig, richtig krass finde. So. Wie anders die Kultur ist. So. Ich habe so viel für das Game hier gemacht. Und zurückkommen wir nicht. Leute, die Gesellschaft und die Leute allgemein hier in England haben kein Interesse für Mode oder Kunst allgemein. Deswegen haben wir hier viele Probleme, also wie ihr alle weißt. So mit der Jugend hier. Die Kultur hier ist komplett anders. So. Ich mach das so, wenn ihr Leute, ich kann das gerne abchecken auf meiner Instagram. So, meine ganze Timeline ist noch da, damit Leute die Archive echt sehen können. So, ich bin schon in diesen Dingen so jahrelang. Ich würde euch ein paar Bilder vielleicht einblenden. Damit ihr sehen könnt. Und ich zeige euch das nur, um zu zeigen. Das ist echt nur für mich. Hier gibt's keine Szene, hier gibt's keine Kinder, die sowas genießen oder sowas feiern oder irgend sowas. Diese kleine Nische ist so, so klein. Ich kenne jeden da drin und ich sage euch ehrlich, so fast jeder, der da drin ist, ist fast am Ende, weil im Leben Sachen müssen wachsen. Wenn etwas nicht wächst, dann stirbt. AOB. Yes or no. Also, es ist einfach one of the others. Kein Mittelpunkt. Weißt du, was ich meine? Auch. Und ja, so. Ich weiß noch, so als ich 18 war, so nicht mal London, so eine Kleinstadt. So, man kann das direkt so nach Milky Way vergleichen. So Ray Collins, Dunks und so damals die Leggings unter meinen Shorts und so einfach so großen Jumper und jeder guckt mich an und denkt so. Was macht er? Und ich habe das geliebt, so, weißt du, was ich meine? Aber so, nach einer Zeit, und deswegen kann ich sehen, dass jeder, der in dieser gleichen Zeit wie ich kommt, so die Liebe dafür verloren hat. Weil, wenn niemand anderes das recognizen kann, dann, da ist kein Spaß dran. Das, was ich bei mir selber aufgesteckt habe, so, nach Jahren, ein bisschen älter und so, der Spaß ist einfach kommt. So, für mich ist das, für die letzten paar Jahre, das ist echt einfach so, das ist einfach Business. So, ich habe meine Kunden, ich habe meine das ist dann, wir machen einfach Business, so, die haben keine Appreciation für Sachen, da ist nichts, das, weißt du, was ich meine? So, das ist hier einfach so. Und seitdem ich mich mit Elias und die ganze deutsche Szene connected habe, so, dieser Spaßgefühl ist einfach wieder weg und ich kann euch nicht sagen, wie dankbar ich dafür bin. So, solche Sachen für mich sind wichtig, der Wahrheit. Und das ist da allein schon, dass ich sehe, so, dass Justin hat das gezogen, Elias hat das gezogen, Dings hat das gezogen, das ist geil. So, diese Friendly Competition, alle diese Teile machen das einfach wavy. Und um euch das ein bisschen besser zu erklären, blende ich hier ein Video ein von einer von meinen Kunden. Das ist schon ein Kunde seit ein paar Jahren. Er ist mehrmals Jeans bei mir gekauft und dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar, muss ich direkt sagen. Ich habe den auch schon öfters so Private Personal Shopping für den gemacht. Dior, Chanel, etc., you name it. Ja, da war aber so einer von denen, die versuchen jetzt so Fashion-Content in England so zu machen und so. Und ein großes Magazin für Fußballer hat den bei denen eingeladen. Und ja, hier.
I've got some, these are ripped Owens, some nice classic ripped Owens, and I've got some Betchley, some leather pants, this shirt from Greg Lauren, and this is the normal long white t-shirt that I'm going to need to smooth it off a bit. This outfit needs a stage, what are you wearing here? Wie ihr da gesehen habt, einen kleinen Background zu der Geschichte. Falls vielleicht ein paar von euch gesehen habt, ich habe ein paar Lederhosen, Leather Trousers, Zip Leather Flare. Der von meiner Mainline im Januar rauskommt. Er hat mich gefragt, ob er Early Access dafür haben kann, weil er ein sehr guter Kunde für mich ist. Das ist kein No-Brainer, ja klar. Natürlich, habe das für ihn geklärt. Hab für mich automatisch habe ich einen kleinen Rabatt darüber darauf getan. So, der kommt öfters zu mir. So, für mich ist das einfach ein normales Ding zu machen. Hat dann die Hose natürlich gekauft. Und so. Hatte die bei diesem Programm an. Der Style von diesem Programm habe ich sogar bestimmt 100 Mal angeschrieben. Yo, bro, was ist der Name und der Preis für die Hose? Wir müssen, wir brauchen das und für die Informationen teilen oder so auf den Ding. Und dann seht ihr, der geht auf den Channel, wo es wichtig ist. Und wie ihr gesehen habt, ich hab den ganz easy gefragt, so, yo, bro, was war das so? Und er schreibt, it went out of my mind. Went out of my mind. Das Ding ist nicht live gedreht, die können das so oft drehen, wie die es wollen, bla bla bla. Aber ja, das geschrieben und dann eine Woche oder zwei Wochen später oder so, da kam dieses Slim Busters von Rebel Solutions raus, schade Slim Busters, und dann schreibt er mir, yo bro, I need these. Frag mich, ob ich geantwortet habe. So, ist kein Beef, ist kein Problem. Ich nehme die Sachen nicht mal so personally, wie gesagt, Business is Business. Er bezahlt, etc. Aber man sieht einfach, wie Leute sind, was deren Intentionen sind. Und dann, die sagen es dann nicht mehr, die haben nicht mal die Eier, es zu sagen. Und das ist ein anderes Ding. Als ich jung war, als wir umgezogen haben, habe ich immer zu mir gesagt, in Deutschland, wenn jemand dich nicht mag oder dich nicht leiden kann, du wirst das wissen, die werden dir es sagen oder was auch immer. Hier in England tut jemand so, als wenn du dein Freund bist, aber die mögen dich nicht mehr, die werden dich nur benutzen oder so. So ist England. In der Nutshell. Jetzt, warum ich das überhaupt erwähne und was denn? Seitdem diesen Anruf mit Elias. Justin mich supportet, die Hose angezogen und auf seiner Story gepostet. Ashcraft dasselbe. Eine schicke eine Jacke sogar. Kelly dasselbe. Und Elia auch. Und ich kriege gar jetzt erst über die ganzen Leute aus Deutschland, die bestellt haben. So, das ist so krass. Erstmal Sachen so nennen, wie die sind. Justin und Ashraf am meisten haben schon geschafft. Die haben Leverage. Die brauchen mich nicht. So, ich bin mir sicher, die können kaufen, was die wollen. Die haben die ganze deutsche Jugend, was auch noch. Ich habe einfach so viel Respekt für die. Aber warum ich das sage, ist, die müssen das gar nicht machen. In fact, wenn man sogar richtig sagen würde, ist, die könnten sogar mich so sehen wie Competition. So würde das in England sein. Weil wir in derselben Industry sind und was noch. Aber ohne drüber nachzudenken, ohne überhaupt nicht davor zu schreiben, ohne überhaupt ein großes Ding daraus zu machen,
teilen die deren Followers, oder was auch immer das nennen wird, mit mir. Boah, ich hatte sowas noch niemals. Wenn wir jetzt drüber reden, dann können wir drüber reden. Justin und Usher sehen die nicht so aus wie ich. Justin's white. Weiß. Usher, ich bin mir nicht komplett sicher, was der ist. Aber der sieht nicht aus wie ich. Und man muss über solche Sachen nicht mal nachdenken. Hier, Leute, die so aussehen wie ich, die mich Bro nennen, mal was sie zu mir machen. Und dafür bin ich so dankbar. Das nächste Teil. Ich habe echt schon viele von meinen persönlichen Zielen erreicht. Ich bin sehr blessed, wie so eine Position da binnen. Some of the rules da binnen. Die Leute, die ich getroffen habe, die Leute, die meine Hose schon angezogen haben, all diese Sachen. Aber none of that kann sich comparen zu an dieser Nacht, wo ich diese kleine Instagram-Story gemacht habe, um nur kurz Danke zu sagen, wo ich anscheinend viele Leute rausgefunden habe, dass ich deutsch bin, wie viele Leute mir einfach geschrieben haben, Bro, ich feier dich, mach weiter so. Diese ganzen Catchphrase, und ich denke mir einfach so, boah, dieses Gefühl so, was, what the fuck, ich kenne das gar nicht. Dass jemand mir sowas schreibt und ich weiß, dass die nächste Schreiber nicht, dass die irgendwas von mir fragen. Feier dich, mach weiter so. And there's no denial, bro. Als ein Mensch, man braucht sowas. Ich habe mir die ganze Zeit selber angelogen, ich brauch sowas nicht, weil, da habe ich gesagt, man wird einfach kalt und it's fuck everybody. It's fuck everything, fuck everybody. Und einfach, ihr checkt gar nicht, wie was das für mich gemacht hat. So, ich bin self-sufficient, self-sustaining, so self-everything. Weißt du, was ich meine? So, ich brauche nichts von keinem, so, ich mache mein Ding, so, I got through. Aber im Leben, nicht nur Mode, man braucht Community. Leute, die dieselben Interessen haben wie du oder ähnliche Interessen haben wie du, same morals, wie man sich verhält, wie man sich benimmt. Eine ganze Journey. War allein. Natürlich Lawrence, aber wie ich euch schon gesagt habe, Lawrence kommt aus London und ich komme aus New Orleans und wir haben uns erst im 2015 getroffen und ich habe immer ein Ding zu machen, der dann so, das ist nicht so. Mein echter Everyday-Leben so, ich war in der ganzen Journey alleine. Meine Freunde haben sich solche Sachen gar nicht interessiert, als ich mir Rick Owens Dance gekauft habe und die sagen dann so, what the fuck ist das, diese ganzen alten Schloss, die so viel gekauft, bla. Und ja, so, wenn ich ehrlich bin, sollte ich eigentlich nicht so sein, das ist die Power auf der Internet. Und für die meisten Leute nach einer Zeit bockt es einfach nicht mehr so, wenn man einfach Sachen macht, so viel Mühe, und das kommt einfach nicht an, weil die ganze Gesellschaft, die ganze Society in England, so, die kümmern sich nicht um solche Sachen. Was kennt ihr aus England, so, Joe, und einfach, dass ich jetzt gesehen habe, wie meine Augen geöffnet sind, wie viel sich jeder in Deutschland, Mode oder einfach Kunst allgemein kümmert, ist einfach so mindblowing für mich und so inspirational. Von den Leuten at the top, Justin und so, bis zu die Kinder, die Jugend, die Youth, die versuchen, die anfangen wollen. Jeder kümmert sich darüber. Took time to einfach zu checken, was diese ganze Ding, die YouTube-Videos, die Dinge, die denken bestimmt, dass das diese Sachen nicht so significant sind. Aber wenn ihr aus so einem Platz kommt wie ich, glaub mir, das ist so krass. Allein schon, dass dann jemand kauft, dass sie darüber reden, was sie daran mögen, was nicht. So, keiner, es gibt sowas gar nicht. Leute kaufen Sachen, nur um so kurz vom Club zu gehen und so, und das ist einfach alles so.
diese ganze Käfi-Sachen existiert hier gar nicht. So. Und einfach, ich fühle mich einfach ehrlich so, als wenn ich zu Hause bin, obwohl ich immer noch hier bin. Ich fühle mich sehr inspiriert. Ich fühle mich so, als wenn ich zum ersten Mal so ein Teil von etwas Größeres sein kann, was ich auch sehr wichtig finde. Ich fühle mich so, als wenn ich zu etwas contributen kann und damit sich etwas evolven kann. Ich fühle mich so, als wenn ich so schon ein bisschen Informationen und so habe und dann einfach vielleicht sogar einen anderen Perspektiv habe, den ich Leuten zeigen kann und den ich einfach zu diesem Game adden kann. Und ja, es freut mich einfach. Ehrlich. Ich liebe das, dass einfach jeder einfach deren Ding einfach 100% macht und zu dem Level, dass die es machen. Und dass es einfach immer etwas abgeht und einfach wie jeder zusammenarbeitet. Ich habe noch nie sowas gesehen. Ich habe schon viel Zeit in Amerika verbracht, viel Zeit in Paris, in verschiedenen Orten und nichts ist so wie, so das ist so wie ein System. Und nach einer Zeit habe ich gecheckt, so das ist einfach so, dass einfach, das wird einem in Deutschland einfach beigebracht. Einfach korrekt zu sein. Also, danke euch alle für den Support. Ich wusste schon immer, dass ich nicht hierhin gehöre. Aber ich fühle mich jetzt so, als wenn ich jetzt weiß, wo ich hingehöre. Und ich fühle mich so, als wenn es ein komplettes anderes Ding ist. So bigger purpose. Weißt du? Und es freut mich echt, weil ich habe so viel on the way. Und die ganze Zeit ist es so fast keiner kennt, wo ich bin. Und das größte, das wichtigste Ding ist so deine Community, wo, wie viele Leute sich darum kümmern, so wo du bist, weißt du? So. Meine neue Kollektion, meine neue Mainline kommt 2021. Viele Projekte für Rebel Solutions. Ich habe ein Album, das noch rauskommen wird. Das freut mich so sehr. Also danke für den Support. Ich würde so viel harder für euch gehen. Wenn es gefallen hat, bitte lasst ein Like und abonniert. Und ja, die Journey beginnt hier. Und es freut mich einfach. So, ich will Deutschland zu der Welt bringen. Ich will einfach just to go hard for something. For the youth. Und Leute zu zeigen, wie man das man kann es machen. Danke euch allen. Dankeschön.